Morgen, Alicia. Ich freue mich auch, dass du mich heute interviewst. Wie ist es so als Ministerpräsidentin? Es ist schön, es ist ein ganz, ganz schöner Beruf und man lernt viele Menschen kennen. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Das macht wirklich sehr viel Spaß und Freude. Wie ist es so als Ministerpräsidentin? Naja, es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Die Tage sind ziemlich lang, aber dafür auch sehr abwechslungsreich. Zum Beispiel bin ich heute hier in der Schule bei euch. Heute Morgen war ich in einem Workshop zum Thema Medienkompetenz. Und nachher mache ich dann ganz, ganz andere Sachen. Also das Schöne an diesem Beruf ist einfach, dass er abwechslungsreich ist. Ich bin im ganzen Land Rheinland-Pfalz unterwegs, aber oft auch in Berlin, um eben auch Themen in die Bundespolitik einzubringen. Insofern könnte ich eine lange Geschichte über diese Aufgabe erzählen. Warum wollten Sie Ministerpräsidentin werden? Ich wollte ursprünglich nicht Ministerpräsidentin werden. Das nimmt man sich nicht so vor, sondern ich weiß nicht, du weißt es ja vielleicht auch, irgendwann, wenn man Schülerin ist, überlegt man sich, was will ich eigentlich mal werden? Ich wollte früher immer Ärztin werden. Das habe ich mir dann aber irgendwie anders überlegt, habe dann Jura studiert und war lange ja gar nicht in der Politik und bin irgendwann dann Bürgermeisterin geworden, weil ich sehr gerne etwas für die Menschen bewege. Und so wurde ich dann irgendwann Ministerin. Und dann fragte mich Kurt Beck, ja, 10 Jahre später, ob ich mir vorstellen könnte, Ministerpräsidentin zu werden. Und das habe ich mir dann gut überlegt. Und ich dachte, ja, das ist eine herausfordernde Aufgabe und ich mache es gerne. Ist es cool zu arbeiten? Ja, es ist ganz cool zu arbeiten. Aber ich kann auch nur sagen, es ist auch gut, wenn die Arbeit wirklich Spaß macht. Denn nur wenn man das findet, was einem richtig gefällt, dann geht man auch gerne zur Arbeit. Und ich gehe gern zur Arbeit. Wann haben Sie frei? Selten, aber ich mache immer Urlaub. Also ich mache immer Ferien, so wie ihr auch in der Schule, aber nicht ganz so lang. Also ich mache an Weihnachten Urlaub, im Sommer mache ich Urlaub, an Ostern mache ich Urlaub und natürlich auch manchmal am Wochenende gibt es immer mal ein paar Stunden, wo ich dann mit meinem Mann irgendwas unternehme. Wie viel Geld verdienen Sie? Oh, sehr viel Geld. Also brutto verdiene ich 13.000 Euro im Monat. Davon gehen dann Steuern ab, also es ist wirklich richtig viel Geld. Wie ist es so, berühmt zu sein? Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Ich war ja schon 10 Jahre Ministerin, das heißt hier in Rheinland-Pfalz haben mich die meisten oder viele Leute schon gekannt. Jetzt ist es so, wenn ich irgendwo hinkomme, dass mich eigentlich fast jeder kennt und das ist eigentlich ganz schön. Die Leute reden mit einem, geben einem die Hand, es ist einfach auch nett, so aufgenommen zu sein und ja, mit vielen in Kontakt zu sein. Ist es anstrengend, berühmt zu sein? Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, weil man überlegt es sich gut, ob man jetzt wie früher zum Beispiel einfach in der vergammelten Jeans mal schnell zum Bäcker geht, weil alle Leute gucken immer, wie sieht man aus und hat man ausgeschlafen und wie ist man angezogen. Also das ist vielleicht die etwas anstrengendere Ecke an diesem Thema berühmt sein. Fahren Sie in einer Limousine? Ja, mein Auto, jetzt fahre ich einen Mercedes. Mein Auto ist ja gleichzeitig mein Arbeitszimmer. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe natürlich ein Büro in Mainz, natürlich in der Staatskanzlei. Aber ich muss immer, wenn ich unterwegs bin, ganz viele Akten bearbeiten. Das heißt, in meinem Auto gibt es ein Autotelefon. Neben mir stehen immer große Kisten mit ganz vielen Akten drin. Und egal, wo ich hinfahre, immer bin ich dabei, meine Post zu machen, Briefe zu beantworten, all diese Dinge mache ich im Auto. Das heißt, das Auto ist auch sowas wie ein zweites, ein fahrendes Büro. Was ist Ihr Lieblingsauto? Ach, ich habe eigentlich gar nicht wirklich ein Lieblingsauto. Ich finde, ein Auto muss sicher sein, ich muss gut Platz da drin haben und dann ist das für mich auch okay. Wohnen Sie in einer Villa? Nein. Ich wohne ja hier in Trier im Schammertdorf. Das ist ja ein Wohnprojekt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind eigentlich ganz normale Wohnungen und man lebt dann zusammen mit Nachbarn und Nachbarinnen in einem Hof. Und es ist eigentlich einfach schön, da zu leben. Sind Sie verheiratet? Haben Sie eine Familie? Ich bin verheiratet mit Klaus Jensen und Klaus Jensen ist der Oberbürgermeister der Stadt Trier.
Und er hat drei Kinder, die ich auch wie meine Kinder empfinde. Sie sind allerdings eigentlich meine Stiefkinder, denn als ich meinen Mann geheiratet habe, war er ja Witwer, weil die Mama der drei Kinder sehr früh gestorben ist. Das heißt, wir sind aber jetzt wirklich auch eine ganz, ganz schöne große Familie. Aber diese Kinder, die sind auch schon viel, viel älter, also sie leben auch nicht mehr zu Hause. Können Sie Geld an den Kindergarten spenden? Ich kann auch Geld an den Kindergarten spenden, aber ehrlich gesagt machen wir das besser so, dass wir als Landesregierung unseren Kitas Geld geben, damit sie ausgebaut werden können, sich entwickeln können. Dafür nehmen wir auch viele, viele Millionen in die Hand, um die Versorgung in diesem Land eben möglichst gut zu gestalten. Wie alt sind Sie? Oh, ich bin 53 Jahre alt. Wann haben Sie Geburtstag? Am 6. Februar. Ich bin Wasserfrau. Bekommen Sie viele Geschenke zum Geburtstag? Ich bekomme vor allem ganz, ganz viel Post. Ich bekomme auch Geschenke, aber vor allem ganz, ganz viele Briefe. Berge voller Briefe. Es war eigentlich ganz schön. Ich habe sie alle eingepackt in meinem Büro mit nach Hause genommen. Und am Wochenende habe ich dann mit meinem Mann auf der Couch gesessen und habe die ganzen Glückwünsche gelesen. Es war toll. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich ab und zu mal zum TBB, zum Basketball. Jetzt letzte Woche waren oder vorletzte waren wir auch beim Miezen, aber da kommen wir eigentlich nicht so oft hin. Also Sport ist etwas, was ich sehr gerne mache, beziehungsweise zuschaue. Ich kann ja nicht mehr so gut laufen, deshalb kann ich nicht mehr so viel Sport selber machen. Deshalb gehe ich aber gern zum Schauen und ich gehe auch sehr gerne ins Kino. Mögen Sie Fußball? Ja, ich mag auch Fußball, sehr gerne sogar, auch wenn es der Eintracht jetzt nicht so super geht seit einiger Zeit, aber Fußball finde ich auch gut. Was ist Ihr Lieblingsverein? Naja, ich drücke natürlich immer den rheinland-pfälzischen Verein in die Daumen, das ist ja vollkommen klar, in der ersten Bundesliga Mainz 05 und der erste FCK leider noch in der zweiten Bundesliga, ich hoffe, dass die bald aufsteigen. Und und dann habe ich außerhalb von Rheinland-Pfalz noch einen Lieblingsverein und das ist der BVB Dortmund. Ja, darf ich da hingucken? Darf ich zu den anderen Kindern auch? Ah, okay, Entschuldigung. Ja, bitte. Auch FC Bayern. Oh, ich muss dich enttäuschen, aber ich bin kein Bayern-Fan. Wobei, ich muss wirklich sagen, die Bayern spielen super. Die spielen wirklich total gut gerade. Hinter Ihnen sitzt ein Bayern-T-Shirt. Oh. Ah ja, also ganz objektiv gesehen, sie spielen gut, ja. Aber wenn man wie ich in der Pfalz geboren ist, dann kann man gar kein Bayern-Fan sein. Es tut mir leid. Nur in der Champions League, ja. Da ist es mir dann auch lieber, wenn Bayern auch noch gewinnt, als jemand ganz anderes, ja? Wenn Sie ja im Auto Ihr fahrendes Büro haben, ja. Und die ganzen Akten, ja. Rutschen die dann nicht bei Kurven manchmal weg? Oder? Das ist eine super Frage. Also, wir haben das jetzt so gelöst, dass ich immer, kennst du diese gelben Postkisten? Die Post hat ja immer so große Kisten, ja. Solche Kisten habe ich immer voll mit Post. Ja, da sind dann immer die Akten drin und dann nehme ich eine Akte raus, mache sie und lege sie unten in die andere Kiste raus. Und wenn ich am Wochenende nach Hause komme, dann bringen die Leute mir immer diese Kisten mit hoch. Und da stehen bei mir im Flur immer so zwei, drei dieser riesen Kisten. Da habe ich das Gefühl, ich arbeite bei der Post. Wenn die ja in diesem Karton dann sind oder in diesem Kasten, ja. Rutscht der dann nicht auf? Nee, nein, das ist okay. Das sind so große Aktendeckel, da sind dann die einzelnen Vorgänge drin und das ist ganz gut in der Kiste. Das funktioniert gut. Mhm. Ja, also mein Auto sieht ein bisschen komisch aus, da müsst ihr nachher mal reingucken. Da steht da noch eine Wasserflasche und da stehen halt diese ganzen Akten und dann hängt da irgendwo der Mantel und das ist wirklich wie so ein rollendes Büro eben. Was ist Ihr Lieblingsessen? Ach, ich esse eigentlich, man nennt das hier eigentlich so mediterran am liebsten. Also ich esse gerne Gemüse, ich esse gerne Fisch. Ich esse auch gern einfach mal so ein richtiges Steak dazu. Und dann esse ich auch noch so Sachen sehr gerne, die so aus meiner Kindheit stammen. Die kennt man aber hier in Trier nicht. Zum Beispiel gestammte Gellerrübe. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, oder? Das sind Karotten und
Kartoffeln, die werden zusammen gekocht und ein bisschen gestampft und dazu isst man dann so Hashi-Soße. Das esse ich heute noch gerne. Also ich esse eigentlich sehr gerne alles Mögliche, außer Innereien. Esse ich nicht gerne. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Rot. Ah, da freut sich der Bayern-Fan. Was ist Ihr Lieblingstier? Das finde ich jetzt schwer zu beantworten. Also jetzt, wenn wir uns hier so bewegen, am liebsten eigentlich ein Pferd oder ein Hund. Aber ich besitze weder das eine noch das andere. Und wir waren vor einigen Jahren in Afrika in Urlaub. Und das war ganz toll, die Tiere mal so richtig in der Wildnis zu sehen, also nicht im Zoo. Und da fand ich besonders toll die Elefanten. Ja, da ist noch ein... Nein, aber bei uns im Schammerdorf gibt es ganz viele Katzen. Also bei uns im Hof zum Beispiel gibt es auch eine Nachbarin, die zwei Katzen hat. Und er hat noch eine Frage, ja. Wie heißen eigentlich Ihre Kinder? Nils, Marie und Malte. Mhm. Warum sind die Busfahrscheine so teuer? Ja, das hängt immer so ein bisschen ab, wie es halt vor Ort geregelt ist, aber... am Ende ist eben der Busverkehr ja nichts, was irgendwo staatlich organisiert ist oder so, sondern es ist ein Unternehmen und das muss eben seine Preise auch so gestalten, dass es sich rentiert zu fahren, dass die Leute beschäftigt werden können, dass sie bezahlt werden können und, ja. Insofern ist das Angebot hier eigentlich noch ganz gut, aber natürlich für einen einzelnen Schüler, für eine Schülerin ist das auch unter Umständen viel Geld. Mhm. Ja, also, wie geht denn das mit der Kameraführung? Soll ich mich da einfach so rumdrehen? Ja? Oh, wenn ich das jetzt wüsste, Kai. Eine S-Klasse. Limousine halt, ja. Okay. Warum bekommen Leute, Kinder eine kostenlose Monatskarte, die mehr als 4 Kilometer von der Schule entfernt wohnt? Ja, also bei den Grundschulen ist es ja so, dass man eine kostenlose Schülerbeförderungskarte bekommt ab 2 Kilometer und bei den Weiterführenden ab 4 Kilometer. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Das eine ist, wir gleichen das ja aus als Landesregierung. Das kostet viele, viele, viele Millionen. Und wir müssen auch irgendwo schauen, wie wir mit dem Geld klarkommen. Und das andere ist, dass wir sagen, dass halt auch größere Kinder vielleicht auch mit dem Fahrrad oder was auch immer in der Grundschule dann vielleicht auch irgendwie ein Stück weit zu Fuß in die Schule gehen können. Und nur in besonderen Härtefällen, wenn zum Beispiel dann der Weg zur Schule extrem gefährlich ist, dann übernehmen wir diese Kosten auch. Aber es ist eine Geldfrage einerseits und die Abwägung kommt daher, was kann man Kindern zumuten und was kann man eben nicht zumuten. Ja. Kennen Sie vielleicht auch persönlich die Angela Merkel? Ich habe Angela Merkel auch schon öfter mal getroffen. Dienstlich eben. Die Ministerpräsidenten beispielsweise, die haben immer eine Konferenz und dann kommt dann auch Angela Merkel dazu. Also ich habe mit ihr dienstlich schon zu tun gehabt. Haben Sie einen Computer? Ja, natürlich. Ich war einen zu Hause und einen im Büro und habe immer ein kleines Tablet mit dabei im Auto, damit ich auch unterwegs halt mobil bin, und mein Smartphone. Was ist Ihre Lieblingsseite im Internet? Meine Lieblingsseite im Internet? Ich habe im Internet keine Lieblingsseite. Ich benutze das Internet eigentlich sehr funktional. Das heißt also, ich rufe meine Mails ab vom Büro. Ich bin auch im Facebook, aber ich habe dann nur so eine Fanpage. Ich benutze das Internet einfach, ohne dass ich jetzt vielleicht wie ihr so eine Lieblingsseite hätte. Haben Sie WhatsApp? Nein, WhatsApp ist das Einzige, was ich jetzt in diesen jüngeren Angeboten nicht genutzt habe, weil unser Datenschutzbeauftragter immer schon sagt, WhatsApp ist besonders unsicher. Ja. Facebook? Ja, ich habe auch Facebook, aber nur noch eine Fanpage.
Weil früher hatte ich einen ganz normalen Facebook-Eintrag und das war so kompliziert, als ich Ministerpräsidentin wurde, weil tausende von Leuten dann da drauf schreiben und ich kann ja nicht dauerhaft ständig im Internet in Facebook sein und diese ganzen Sachen beantworten. Jetzt haben wir, genau, und dann war irgendwann ab 5000 ist es ja gesperrt. Darüber hinaus kann man keine Freundschaftsanfragen mehr annehmen. Da waren die Leute frustriert und jetzt habe ich eben so eine Fanpage eingerichtet. Da bin ich aber gar nicht so furchtbar oft unterwegs, weil ich das trennen muss vom Dienstlichen. Das heißt, ich bin da nur privat drin auf dieser Seite. Also beispielsweise, wenn der erste FCK gewonnen hat. Oder also das Facebook-Sicher. Also Facebook ist eigentlich auch nicht wirklich sicher. Es ist nur dann sicher, wenn man genau weiß, was man macht mit seinen Daten. Ihr könnt ja Facebook so benutzen, dass ihr die meisten Sachen einfach nur privaten Leuten dann zukommen lasst und ähnliches. Also darüber hat es eben einen tollen Workshop gegeben. Und das ist wichtig, dass man weiß, was macht man mit den Daten oder was möchte man, dass mit den Daten passiert. Was ist Ihre Mein Lieblingsort in Trier, gibt es mehrere Lieblingsorte. Also was ich ganz toll finde, ist der Weißhauswald. Da gehe ich total gerne hin. Es gefällt mir total gut, auch oben am Weißhaus zu sein. Liegt vielleicht auch daran, weil ich da oben dann bei meiner Heirat dann da oben gefeiert habe. Aber man hat auch einen tollen Blick einfach über die ganze Stadt. Und natürlich auch in der Stadt, da gibt es so ein Denkmal, was ich besonders toll finde, nämlich die Konstantinbasilika. Und ich bin auch sehr gern in der Stadt als Einkaufsstadt unterwegs, weil immer so viel los ist. In den Cafés in der Stadt ist einfach viel Leben. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn Sie in der Stadt angesprochen werden die ganze Zeit von Leuten? Ich werde oft angesprochen in der Stadt, aber das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich sage immer, es wäre ja ganz komisch, wenn die Leute mich nicht kennen würden als Ministerpräsidentin. Also ich finde es eigentlich ganz schön und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute mich einfach mal so anquatschen. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Ich habe auch nicht das eine Lieblingsrestaurant. Also es gibt unterschiedliche Restaurants, je nachdem, wie ich auch auf was ich Lust habe zu essen, ob ich jetzt mal gerade Lust habe, Spanisch zu essen oder irgendwie Trierisch, ja, oder im Saarbrücker Eck mir einen Döner hole. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, auf was ich gerade Lust habe. Wo gehen Sie zum Friseur? Ich habe einen Friseur in Mainz, weil ich ja unter der Woche in Mainz bin, den habe ich auch schon ganz, ganz viele Jahre. Aber ich habe auch hier in Trier zwei Adressen, je nachdem, wer halt gerade auf hat und wer Zeit hat. Ich darf ja jetzt keine Schleichwerbung hier machen und die Friseure nennen. Auf welcher Schule waren Sie? Ich war auf dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße. Neustadt liegt in der Pfalz, da bin ich ja geboren und aufgewachsen. Da war ich auf der Mädchenschule, das gibt es heute gar nicht mehr, glaube ich. Ja, auf einer Mädchenschule. Ja, hier gibt es auch eine. Das war eigentlich, also ich war sehr gerne auf der Schule, hatte Spaß, es hat wirklich, ich bin gerne in die Schule gegangen, mir hat es Spaß gemacht, in die Schule zu gehen. Meistens. Das war ja dann die weiterführende Schule mit den Mädchen. Genau, ja. Und was war denn Ihre Grundschule? Ja, auch in Neustadt eine, die direkt bei mir in der Nähe lag, wo ich gewohnt habe mit meinen Eltern. Wie hieß die? Ostschule. Mhm. In der Hindenburgstraße, da gibt es noch eine. Kann man zur Schule nicht eine Stunde früher zu Ende sein? Da musst du mal den Schulleiter fragen, aber ich glaube, das geht so einfach nicht, weil es muss ja bestimmt der Schulstoff erledigt werden. Genau, das ist die Alternative, eine Stunde früher anfangen. Ich weiß nicht genau, ob ihr das besser findet. Ja. Oh. Also die Freiheit hat die Schule, glaube ich, ne? Zwischen halb acht und halb neun. Was ist Ihr Lieblingsland? Also ich bin ja sehr gerne hier. Ich fahre sehr gerne in Urlaub im Sommer, fahre ich sehr, sehr gerne nach Dänemark. Und im Übrigen finde ich Afrika ganz toll.
Wir haben übrigens ein Partnerland in Afrika, Ruanda. Das ist auch wirklich ein wunderschönes Land und es ist einfach ganz toll. Auch die Menschen sind toll, aber auch eben die Tiere in der Wildnis zu sehen, ist was ganz Besonderes. Ja? Wolltest du nichts fragen? Ah, ich dachte. Feiern Sie Weihnachten? Ja, natürlich feiern wir Weihnachten. Wie? Oder warum guckst du mich so an? Nein. Wir feiern meistens zu Hause Weihnachten mit der ganzen Familie. Kommen alle Kinder, die ja schon Erwachsene sind, nach Hause. Und alle paar Jahre, genau, und unsere Mütter, die leben ja auch noch. Und unsere Väter leben beide nicht mehr. Der Vater von meinem Mann und mein Vater lebt leider nicht mehr. Aber unsere Mütter sind auch immer dabei. Oder wir besuchen sie. Und manchmal alle paar Jahre verreisen wir auch mit der ganzen Familie. Zum Beispiel in diesem oder im letzten Jahr an Weihnachten waren wir auf den Kanaren, ja, auf Gomera. Wie viele Securities haben Sie? Viele. Die arbeiten aber in unterschiedlichen Schichten. Und es sind eigentlich immer drei Leute dabei. Eine Person, die auch das Auto fährt für die Security oder für den Personenschutz und zwei Personen, die immer um mich herum sind. Die sind aber ganz dezent und ihr habt sie wahrscheinlich gar nicht identifiziert hier, oder? Ja, ja, wir haben Männer und Frauen im Personenschutz. Mhm. Ja? Und welche Sprachen können Sie? Also ich kann Englisch ziemlich gut. Ich habe ja auch ein Jahr lang in Amerika gelebt als Schülerin und ich kann Französisch verstehen, aber ich spreche Französisch nicht so gut. Also eigentlich nicht so, dass ich das offiziell sprechen würde. Wenn Sie nicht still, können die anderen Schüler Ihnen auch Fragen stellen. Auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht genau, wie viel Zeit wir noch haben, weil ich glaube, ich muss heute noch mehr machen. Ja, also ein paar Fragen gehen noch, aber nicht mehr so viele. 1, 2, 3? Sie passen nach der Feier. Ja. Wie verkleiden Sie sich dann überhaupt? Ich feiere ja ganz viel Fasnacht. Früher habe ich ja fast nur in Mainz, dann habe ich fast nur in Trier Fasnacht gefeiert. Jetzt feiere ich im ganzen Land Rheinland-Pfalz und ich verkleide mich immer ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel habe ich mich so als Handwerkerin verkleidet. Oder bei Mainz bleibt Mainz jetzt, da habe ich ein elegantes Abendkleid an. Oder ich habe auch noch so Kostüme mir ausgeliehen aus dem Theater, die so eher aus dem Mittelalter kommen. Also ich mache das dann gerade, wie es mir gefällt. Und zum Motto, wenn es irgendwie zum Motto passt, ist es eigentlich auch noch ganz gut. Sie wohnen ja gegenüber von Boller, gell? Von wem? Von diesem Sportplatz. Sie wohnen ja in Tschermatow, da ist ja noch so ein... Wo der Spielplatz ist, ja, genau. Ja, ich wohne auch gleich daneben, in Tschermatow. Ja, im großen Tschermatow wohnst du, ne? Gehst dann öfter auf den Spielplatz dort? Ja, manchmal. Ja, der ist ja auch schön, ne? Und wo waren Sie schon, also in welchen Ländern? Oh je, also ich war schon in vielen Ländern. Ich bin schon als Kind hatte ich das Glück, dass ich eine italienische Tante hatte, die habe ich immer noch. Und das heißt, wir sind schon, als ich noch Kind war, oft nach Italien gefahren, ganz nach Süditalien. Und später habe ich dann natürlich viele Reisen unternommen, als ich studiert habe. Ich habe dann, als Schülerin war ich erstmal noch ein Jahr in Amerika. Da war über die Schule, war so ein Austausch organisiert gewesen. Das waren noch ganz andere Zeiten als heute. Als man früher nach Amerika gefahren ist, da gab es ja noch kein Internet und das Telefon war ganz teuer. Man konnte nur Briefe schreiben. Das war wie wirklich weg zu sein für ein ganzes Jahr. Wie konntet ihr es aushalten? Ja, ne? Das ist eine gute Frage. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das damals möglich war. Wir haben uns Briefe geschrieben. Wir haben dann auch zweimal im Jahr telefoniert, aber viel mehr war nicht drin, weil es einfach viel zu teuer war. Ja, und dann also habe ich immer wieder auch Reisen gemacht, weil ich auch sehr gerne reise. Und so, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir jetzt nicht noch zu lang machen. Ja? Sie fliegen doch mal mit Flugzeug manchmal, gell? Mhm. Da ist das ein normales Flugzeug oder so? Nee, das ist ein ganz normales Flugzeug. Also da, wo auch ganz viele
Ja, sicher. Ja, ja. Nein, das ist alles ganz okay. Das ist ganz gut. Ganz. Die Alicia darf jetzt noch was fragen und noch die zwei Fragen. Das ist dann aber, ja, er darf dann noch vorher. Ja, und dann muss ich wirklich gehen. Mögen Sie Rätsel? Rätsel? Es geht so, ehrlich gesagt. Es geht so. Der Bayer-Fan? Ja, aber spielen Sie Computerspiele? Eigentlich auch nicht. Ja? Wie heißt du? Charlene, frag du mal noch. Das können die gerade machen, wie sie wollen. Manchmal gehen sie als Polizei. Es war toll, das Interview. Das habt ihr wirklich ganz toll vorbereitet. Ja? Vielen herzlichen Dank. Thank you.